Sein Vater hat kolportiert, jetzt muss ich aufpassen, er hätte die letzten zwei, hätte zwei Spiele, während ich zum Einsatz komme, weil es ein Angebot gäbe von Lazio Rom. Und deshalb würde er nicht spielen, damit er nicht gut spielen kann, damit Lazio Rom nicht noch mehr Interesse hätte. Und wir wollen nicht, dass Lazio Rom Interesse hat. Schön, das wäre mal schön, wenn man mal so weit kommen würde beim SC Freiburg, dass wenn Lazio Rom oder Manchester City Interesse hätte, dass mir sagen würde, ja nein, das machen wir nicht, Manchester City, was interessiert uns Manchester City? Wir nehmen von irgendjemandem anders das Geld für unsere Mitarbeiter, dass wir zahlen können. Wir brauchen doch keine Spieler verkaufen. Das haben wir nicht nötig. Die kommen alle zu uns. Bei uns wird kein Spieler mehr verkauft. Jedes Kind hat Erziehungsberechtigte und kein Kind kann was dafür. Können nichts machen. Wir haben die Eltern, die wir haben. Der Roland ist vollständig in dieser Geschichte außen vor. Was soll er machen, der arme Kerle? Er ist heute Morgen zu mir gekommen und hat mit mir geredet. Aber ich habe gleich im ersten Satz gesagt: Roland, ich tue nicht Äpfel mit Birne gleichsetzen. Was soll er machen? Die sind auf ihn losgestürmt nach dem Länderspiel, weil dann dieser Herr das geredet hat, was er geredet hat. Noch nie gesehen, kenne ich nicht. Und es ist brutal schwer für den Roland. Roland hat ein paar Sachen. Manchmal, wenn er dann nicht immer von Anfang an spielt und so, ist nicht so einfach, weil er sehr emotional ist und so manchmal. Aber für ihn ist die Situation brutal. Schwierig. Und ich habe ihm nach dem ersten Satz gesagt: Roland, verwechsle da nichts. Muss überhaupt keine Angst haben. Weil ihn das natürlich total schädigt. Ne? Solche Aussagen und dann noch solche Aussagen, so verqueres Zeugs. Aber er kann ja nichts dafür. Er kann sich ja nicht aussuchen. Von dem her. Der Roland unterstütze und ihm alles gut zuspreche und er schaue, dass er einfach, wenn er bei uns spielt, ob er eingewechselt wird oder von Anfang an spielt, so einen klaren Kopf hat für sich, weil er hat viel Druck von außen. Vieles ist ja erklärbar in manchen Handlungen, die er vollzieht, weil offensichtlich so ein granatemäßiger Druck ist. Das habe ich aber vorher schon gewusst. Und da muss man ihm helfen und ihn unterstützen. Ich habe schon so oft mit ihm drüber geredet, aber das ist nicht so einfach. Und das war's, was es dazu zu sagen gibt. Aber es macht es für ihn nicht einfacher. Und wir unterstützen ihn dabei.